Krisenstationen. Wir sind in einer kritischen Situation. Menschen verschwinden einer nach dem anderen. Wir brauchen Hilfe. Man hat uns zu spät gerufen. Das Rettungsteam war zu allem bereit. Aber dann... dieses helle Licht. Ich habe nicht mal die Augen aufgemacht. Wir sind allein geblieben. Und damit herzlich willkommen zum neuen Türchen. Wir spielen Distrust und ich weiß gar nicht so wirklich, worum es hier geht. Wie immer schauen wir uns das gute Stündchen mal an. Ich weiß nicht, ob ich das Tutorial machen soll. Wäre an sich ja nicht verkehrt. Ich weiß noch nicht, wie lange das geht und ich würde euch ja gerne auch ein bisschen das Spiel zeigen. Und wie ihr sehen könnt, kann man es auch im Koop spielen. Ich spiele das natürlich alleine, wie soll es auch anders sein? Mit mir will ja nie einer Koop spielen. Nein, Spaß natürlich. Aber wir gucken uns mal das Tutorial an, würde ich sagen. Es ist vielleicht gar nicht mal so doof. Wie wir gesehen haben, sind wir einfach irgendwo gelandet und ist es Survival? Ich habe keine Ahnung. Wir schauen mal. Es sieht grafisch halt sehr schick aus. Also ich finde den Stil ganz schick, muss ich sagen. Ich mag das ja. Und ruckeln tut es hier, glaube ich, hoffentlich nicht. Nee, es sieht alles ganz gut aus. Achso, ich muss klicken. Oh, sag doch was. Betritt das Gebäude durch die offene Tür. Dies ist der Eingang des Gebäudes. Schicke den ersten Polarforscher hinein. Klicke irgendwo in diesem Gebiet, um das zu tun. Ach so, ich kann also zwischen den Forschern hin und her switchen. Kann ich... Ah nee, laufen kann ich nicht. Ich kann das alles nur anklicken. Na, dann klicken wir das mal an. So, wir sind im Gebäude. Wir sind im Gebäude. Du wirst diese Aktion später im Tutorial durchführen. Ja, ich bin doch jetzt im Gebäude, oder nicht? Ich bin nur jetzt im Gebäude. Warte mal, ich muss hier hin und her switchen. Du kannst es nicht mit den bloßen Händen machen. Ich muss mich also erstmal im Gebäude umschauen. Ich kann das nicht mit bloßen Händen machen, ja, aber was soll ich dann tun? Du wirst diese Aktion später im Tutorial. Ich kann noch nichts einsammeln. Schicke den zweiten Forscher. Ach so, na sag doch mal was. Meine Güte. Versuche die Kamera zu kontrollieren. Drücke die Taste Q oder E, Standardeinstellung, um sie zu drehen. Q oder E, alles klar. Das haben wir ja auch schon gemacht. Okay. Das sind die Vitalwerte des ausgewählten Forschers. Sie zeigen dessen aktuellen Gesundheitszustand an. Um mehr über einen Vitalwert zu erfahren, halte den Mauszeiger über den entsprechenden Wert. Sättigung. Ein hungriger Charakter verliert Lebenspunkte. Gib dem Charakter etwas zu essen, um dessen Lebenspunkte wiederherzustellen. Okay, es ist auf Survival aus. Und die frieren anscheinend sehr. Das ist die Körpertemperatur des Polarforschers. Wenn sie zu tief sind, kann der Charakter krank werden. Versuche das zu vermeiden. Aber wie? Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Dann nehme ich mal das hier mit jetzt. Feuere diesen Brennofen. Ja, das würde ich gerne tun. Dafür würde ich halt die Bretter nehmen. Och, jetzt kann er sie mitnehmen. Guck. Wir haben vier Bretter. Das heißt, wir können hier in Ruhe den Ofen anzünden. Und dich nehmen wir da auch mal mit hin. Wenn ein Gebäude mit einem laufenden Brennofen kalt ist, überprüft die Fenster. Offene, kaputte Fenster verhindern, dass sich ein Gebäude erwärmt. Ja, dann mach das mal zu. Das ist schon drastisch hier bei uns.
Jetzt geht's. Ausgezeichnet, das Gebäude ist jetzt warm und die Polarforscher frieren nicht mehr. Denke daran, ein Auge darauf zu haben, wie viel Brennstoff noch im Brennofen verbleibt. Dies wird mit dem Symbol über den Ofen angezeigt. Also es ist gleich aus. Es wird Zeit für die Erkundung des nächsten Raumes. Im Gebäude ist es dunkel, weil der Generator keinen Treibstoff hat. In dunklen Räumen bewegen sich Forscher langsam und sie müssen sich auf die Taschenlampe verlassen. Starte den Generator so bald wie möglich, damit dir keine nützlichen Dinge entgehen. Also muss ich hier erstmal im Regal gucken. Ein Benzinkanister. Und jetzt kann ich den hier anmachen, alles klar. Ist eigentlich bisher relativ easy. Ich kann mir das im Koop, glaube ich, ganz gut vorstellen. Mal gucken. Noch ist es das Tutorial. Aufnahme läuft auch. Das Gebäude ist jetzt beleuchtet. Denk daran, ein Auge darauf zu haben, wie viel Treibstoff noch im Generator verbleibt. Jetzt können wir hier... Habe ich einen Schlüssel? Während der Charakter mit dem Öffnen der Tür beschäftigt, beauftragt einen anderen Charakter mit anderen Aufgaben. Oh, jetzt können sie... Jetzt bewegen sie sich echt schneller. Super. Die Tür ist jetzt auf. Die Sättigung des Polarforschers wird hier angezeigt. Charakter fangen mit der Zeit an zu hungern, wenn du ihm nichts zu essen gibst. Also muss ich Essen finden. Nachtisch. Wie sieht's mit dir aus? Der Polarforscher hat Nahrung gefunden und sie im Inventar verstaut. Öffne das Inventar, indem du auf den Rucksack klickst. So, das hat er eher. In der Basis findest du verschiedene Nahrungsmittel. Diese Nahrungsmittel beeinflussen die Sättigung unterschiedlich. Einige Nahrungsmittel sind roh und werden nahrhafter, wenn man sie kocht. Logisch. Ziehe das Essen aus deinem Inventar auf das Porträt eines Forschers, um ihm oder ihr Essen zu geben. Wenn du das Inventar mit einem Klick auf das X schließt, führt der Forscher die Aktion aus, die du aufgetragen hast. Cool. Der Fortschritt der Aufgaben, die dein Team durchführt, wird hier angezeigt und darüber der Kopf des Charakters. Trage dem Forscher auf, den Schrank zu durchsuchen, es könnte. Trage dem Forscher auf, den Schrank zu durchsuchen, es könnten sich nützliche Dinge darin befinden. Ja, dann machen wir das doch mal. Eine dünne Jacke. Schlechte Neuigkeiten. Der Forscher hat sich beim Durchsuchen des Schranks geschnitten. Wie kann man sich denn da schneiden? Bei der Erkundung der Basis können Forscher Opfer verschiedener Effekte werden. Jeder Effekt wirkt sich auf den Forscher anders aus. Um mehr über einen Effekt zu erfahren, fahre mit dem Mauszeiger darüber. Ja, du hast dich geschnitten am Finger, und? Du brauchst Verbände, um die Blutung zu stoppen. Okay, um die Auswirkungen auf den Charakter zu stoppen, zieh den passenden Gegenstand aus dem Inventar. Ja, das haben wir ja schon mal... Wo haben wir's? So... Jetzt verbindet er sich, als sollte das ja eigentlich gehen. Ne? Ausgezeichnet. Im Schrank war eine Jacke. Du kannst in der Basis verschiedene Jacken finden, die unterschiedlichen Schutz vor der Kälte bieten. Je wärmer eine Jacke ein Charakter hält, desto länger kann er sich in der Kälte aufhalten, ohne Gesundheit zu verlieren. Öffne das Inventar und ziehe die Jacke in den Jackenslot. Bewege den Mauszeiger über diese Kiste. Dieses Symbol zeigt an, dass du nicht die nötigen Werkzeuge hast, um eine bestimmte Aktion durchzuführen. In diesem Fall könntest du aus der Kiste Bretter machen. Schau dich nach dem passenden Werkzeug um. Da gucken wir doch einfach hier. Super, jetzt haben wir die Säge. Also kann ich das jetzt zu Holz verarbeiten. Und kann wieder heizen. Öffne das Fenster, in dem du auf das Symbol klickst. Die Säge ist eines der Werkzeuge, die du in der Basis finden kannst. Den Fortschrittsbalken zeigt das Ausmaß der Abnutzung. Einige kaputte Werkzeuge können auf einer Werkbank repariert werden, andere gehen für immer kaputt. Werkzeuge sind eine wichtige Ressource. Verwende sie mit Bedacht. Oh Gott. Die Polarforscher verfügen über eine elektronische Karte der Basis. Öffne die Karte, in dem du auf das Symbol klickst. Die Polarbasis ist in Zonen aufgeteilt. Die Karte zeigt die Zone an, in der sich deine Expedition befindet. Aus Sicherheitsgründen verfügt jede Zone über einen Zaun und es gibt nur eine Tür zur nächsten Zone. Suche nach dem Symbol für verschlossene Türen, um den Ausgang zu finden. Das hier
Du hast dein Training abgeschlossen, um genug zu und genug Wissen, um die Basis auf eigene Faust zu erkunden. Viel Glück. Alles klar. Das war schon das Tutorial. Naja, okay. Ich habe ein bisschen Angst, dass es ruckelt. Das sieht in der Aufnahme immer so ein bisschen komisch aus, aber ich würde sagen, dann gucken wir mal. Ich mache mal die Kamera aus, weil ich nicht weiß, ob jetzt ein kleiner Trailer oder sowas läuft. Wir schauen mal. Wir schauen mal. So. Dann würde ich sagen, starten wir doch mal ein neues Spiel. Ich bin gespannt. Oh. Wir haben mehrere Level. Abenteuer bietet eine gute Balance aus Herausforderung und leichter Spielbarkeit. Dies ist ein guter Modus für Anfänger. Einige Errungenschaften sind nicht verfügbar. Du kannst nur zwei Charaktere freischalten. Herausfordernd? Nur für die tapfersten Herzen. In diesem Modus werden Fehler nicht verziehen, aber er bietet den meisten Spaß. Du kannst jede Errungenschaft verdienen, du kannst jeden Charakter freischalten und es enthält ein geheimes Ende. Klingt auf jeden Fall mega interessant. Wir machen aber das Einfache für heute. Ja. Ja, jetzt kann ich mir mein Team aussuchen. Der ist natürlich, du benötigst die Errungenschaft überladener Alien-Reaktor. Was? Reaktor-Reflektor? Wir wählen sie hier aus. Muss ich sie da... Alles klar. Irma Dillinger. Und den finde ich eigentlich ganz sympathisch. Was hat denn... Für eine erfolgreiche Polarexpedition werden verschiedenste Experten genommen. Irma ist Psychologin. Ihre Ausbildung ermöglicht es ihr, in den meisten grenzwertigen Situationen entspannt und konzentriert zu bleiben. Das ist gar nicht mal so doof. Und der Olaf. Was kann denn der Olaf? Olaf ist der Wirtschaftsleiter und somit die wichtigste Person in der Basis. Ohne ihn wäre die Arktis unerträglich. Er hat 15 Jahre Arbeitserfahrung auf seinem Gebiet und kann eine Vielzahl von mechanischen Geräten mit verbundenen Augen bedienen. James stammt aus einer Familie von Polarforschern. Schon sein Großvater war unter den ersten, die die Arktis während ihrer Expedition im Land des eisigen Schreckens und als erfahrener Forscher hat James bereits 14 Expeditionen überstanden. Ja, wir bleiben mal bei Olaf und Irma. Olaf und Irma nehmen wir mal mit. Am Schlüsselbund ist ein Schlüssel für jede Tür, aber den richtigen zu finden dauert eine Weile. Das haben wir ja gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt meine Kamera aus- oder anlassen soll. Bin hochgradig verwirrt. Wir gucken gleich mal. Zum Fortfahren klicken. Irgendwie lebe ich noch. Jetzt sollte ich einen anderen Hubschrauber suchen und hier verschwinden. Okay. Ich kann die Kamera, glaube ich, wieder anlassen. Oh, ich sehe gerade... Ihr könnt das ja gar nicht sehen, da oben in der Ecke. Kleinen Moment, das muss ich mal kurz ändern. Ja, so ist besser. So ist besser. Ja, Irmchen, was ist los? Gehen wir doch mal hier hin und gucken uns das Ganze mal an. Wir hatten auf jeden Fall einen Flugzeugabsturz. Du kommst auch mal hier hin. Feuer brennt noch. Haben wir irgendwas schon? Wir haben Benzin in unserem Rucksack. Okay. Das ist jetzt unsere Basis. Dieser Ort liegt außerhalb der Reichweite. Ich habe vorhin Nachtisch gelesen, dabei heißt es Nachttisch. Naja, okay. Wir spielen mal mit Irmchen. Oh. Wir konnten nicht auf dich warten. Die Anomalien laufen amok. Mitch und ich haben in der medizinischen Einheit Anweisungen zurückgelassen, wie man sie bekämpft. Okay. Sie sind das Ergebnis eingängiger Beobachtungen, also befolge sie ganz genau. Aber was? Hier ist nur die Nachricht drin. Ist hier noch was, was ich mir angucken kann? Nein. Kann ich... Natürlich. Hier ist doch noch... Nee, auch nicht. Aber hier ist auch noch einer. Finde den Zonenausgang. Ich habe jetzt auf jeden Fall einen Schlüssel. Welch ein Glück. Das müssen die Schlüssel sein, um die Türen der Basis zu öffnen. Welcher Schlüssel passt in welche Tür? Ich habe keine Ahnung. Ein Sack Kohle... Das Drehen ist hier ein bisschen... Naja. Karte war mit M, wenn mich nicht alles täuscht. Hast du jetzt ja mal was gefunden? Ja. Ah.
alles klar. Hier wollen wir mal hin. Probier dich mal aus. So, und du, mein guter Freund, du kannst mal hier hingehen. Ist das noch ein Zaun? Sie versucht noch ein bisschen. Ach nee, das ist das Dach, ne? Er läuft noch dahin. Wie geht's ihm so mal? Es geht ihnen allen noch ganz gut. Na, Irmchen, was ist los? Was ist los, Irmchen? Irmchen wird langsam hungrig und benötigt wenig Essen. Ach, wird langsamer hungrig. Das ist okay. Ja, Irmchen probiert noch. Ah, warte mal. So, Irmchen, mach mal sofort. Der Vater muss ich jetzt hier erstmal ein bisschen umsehen. Oh, ja, sehr, sehr gut. Ist jetzt die Frage, ist das jetzt so ein bisschen Horror? Ja, er hat natürlich... Hat er einen Schlüssel? Ich glaube nicht. Doch. Na klar, ach, den Schlüssel haben dann alle. Naja, okay, während er das hier macht. Müllbeutel. Überall ist auch was an, okay. Oh, oh. Sag doch, was es dir kalt wird, meine Gutste. Ich glaube, weil das Fenster hier offen ist, kann es... Ich werde ihr mal eine Jacke noch schnell anziehen. Vielleicht hilft es etwas. Und dann schmeißen. So, mach das mal hier. Als du beginnst, den Brennofen zu befeuern, fällt dir etwas Glänzendes in den Tiefen des Aschebehälters auf. Es wird schwer, da anzukommen, aber du könntest es versuchen. Rein lang und herumtasten. Es kommt dir nicht in den Sinn, in die Asche herumzuwühlen und du befeuerst weiter den Brennofen. No risk, no fun, ne? Jemand hat versucht, einen Satz Dietrich im Brennofen zu verstecken. Jetzt gehören sie dir. Geilo. Wir haben Dietriche. Trotzdem ist ihr halt kalt. Kannst du dich hier nicht aufwärmen? Warum geht das nicht? Es ist gar nicht mal, ich glaube, weil ich das hier zumachen muss. Jetzt, alles klar. Naja, okay. Bist du soweit? Das ist gar nicht so einfach, allein hier zwei Charaktere, die jetzt gerade alle beide ganz woanders sind. Okay, sie hat was gefunden. Hier ist aber irgendwie nichts, ne? Also ich sehe hier zumindest nichts. Na gut, dann geh mal hier rein. Hier ist auch wieder so ein Brennofen. Alles klar. Aber sonst kann er sich hier nichts angucken. Huch. Das kann er mal durchwühlen. Alles klar. Und was hast du jetzt? Oh. Ja, wir machen es jetzt natürlich mit den Dietrichen. Das wollte ich eigentlich gerade nicht, aber okay. Ausdauer. Ein müder Charakter verliert Lebenspunkte. Lasse einen Charakter schlafen, um dessen Lebenspunkte wiederherzustellen. Wo kann ich denn schlafen? Das hat mir das Tutorial nicht gezeigt. Das hat mir das Tutorial aber nicht gezeigt. Sonst... Die Stimmung ist sehr, sehr bedrückend. Ich gucke jetzt mal kurz. Das sieht doch gut aus. Oder halt hier unten. Hier sind Betten, glaube ich. Kann das sein, dass da Betten sind? Dann läuft sie jetzt mal dahin. Und du, mein Freund... Jetzt sich immer weiter umschauen. Schreibtisch. Durchwühle mal den Schreibtisch. Wir konnten noch nicht feststellen, was zur Materialisierung dieser anomalen Objekte führt. Dr. Ishimura hat jedoch eine triftige Hypothese aufgestellt. Laut seinen Daten findet die Materialisierung in Anwesenheit einer hohen Konzentration von Delta-Wellen statt, die vom menschlichen Gehirn während des Schlafs ausgehen. Oh oh. Ist das jetzt gut oder schlecht, wenn wir schlafen? I don't know. Oh ja, den habe ich gar nicht gesehen und den auch nicht. Sie läuft noch. Jetzt ist sie da. Er hat Kaffeebohnen gefunden. Cool.
Ah, das sieht gar nicht gut aus. Klassifizierung anormaler Phänomene. Schwebende mehräugige Anomalie. Sie sieht wie eine schwebende Kreatur mit zahlreichen Augen aus, wodurch sie lichtempfindlich ist. Taschenlampe eingeschlossen. Sie ernährt sich von Thermalenergie und macht Menschen müde. Während unserer Experimente stellten wir fest, dass die mehräugige Anomalie einen heißen Ofen in Sekunden abkühlen kann. Dieses Blatt wurde irgendwo herausgerissen. Es gibt garantiert noch mehr. Ich sollte sie finden. Ist das jetzt gut oder schlecht? Das ist jetzt gut oder schlecht? Mal gucken. Du musst schlafen, meine Gutste, ne? Warte mal. Wir schicken jetzt mal den Olaf mit hierher. Der kann mal ein bisschen laufen und in der Zeit... Ich dachte, hier sind Betten. Die meisten Notfälle auf Polarexpeditionen sind auf Lebensmittelvergiftung zurückzuführen. Absorptionspillen sind in diesen Fällen unerlässlich. Schnittverletzungen sind viel seltener und in den medizinischen Einheiten stehen immer Verbände zur Verfügung. Bei Erkältung und Erfrierung sollten Erste-Hilfe-Kästen verwendet werden, die so bestückt wurden, dass diese Probleme behandelt werden können. Für Notfälle gibt es in der Basis eine festgelegte Anzahl an Adrenalinspritzen, die direkt ins Herz injiziert werden können. Wenn sich jemand in Koma befindet, wird das Adrenalin die entsprechende Person... Kann ich ihn scrollen? Scrollen hat mir natürlich das Tutorial auch nicht gezeigt. Komm, wir versuchen es mal mit dem Schlüssel. Der Olaf läuft. Der ist aber schon so gut wie da. Halt. Du kannst mal in den Spinden gucken. Ich glaube, wir... Ach, das ist Olaf. Ich will hoffen, dass es Olaf ist. Ja, ich weiß, dass ich die finden muss. Du kannst jetzt auch mal hier die Tür noch anmachen und wir sind durch. Aber keine Betten. Ich dachte, hier sind Betten. Da muss ich wahrscheinlich, Zigaretten, alles klar. Ist hier sonst noch irgendwas, was ich mir... Also eigentlich ist hier so viel, was man sich angucken kann, aber... Aus irgendeinem Grund... Nö! Na, Ola, was los? Brauchst auch so lange. Oh, das sieht gut aus. Wer muss denn jetzt zuerst pennen? Ihmchen. Du wirst jetzt mal eine Runde pennen. Machst du das auch? Jawohl. Und Olaf kann sich hier noch ein bisschen umsehen. Wenn hier noch was zum Umsehen ist, ist natürlich. Was ist das jetzt? Oh Gott, was ist das jetzt? Sind das diese Anomalien? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß gerade nicht, was es ist. Wo läufst du jetzt hin? Achso, ich habe aus Versehen... Ja, gucke mal, die ist doch wach. Die ist doch jetzt wach. Achso. Komm, du bist wach. Jetzt lass mal den Olaf hier schlafen. Guck mal, jetzt tauchen die wieder auf. Ich habe keine Ahnung, was das für Dinger sind. So. Wir sind jetzt beide hier. Hier gibt's Waffen. Okay. Sollte ich das tun? Naja. Eine Anomalie jagt mir nach, aber scheinbar macht sie unsere Welt krank. Was? Oh Gott, dieser Charakter ist beschäftigt. Was muss ich denn jetzt tun, um Gottes Willen?
Aufgrund der zahlreichen Augen hat sie... Oh Gott, das ist gar nicht mal so easy, ehrlich gesagt. Ich benötige Werkzeuge, na ganz geil. Wir laufen jetzt erstmal hier hin. Das sind also die Anomalien. Geil. Na gut, ich brauche Werkzeuge, ich habe nur keine Ahnung. Okay, ich bin hier erstmal wieder safe. Habe ich mich hier schon umgeguckt? Ja, habe ich eigentlich schon, ne? Konnte der Olaf nicht mal in Ruhe ausschlafen? Ja, da haben wir uns schon umgeguckt. Warte mal, dann schicken wir den Olaf jetzt mal zu unserer Gefährtin. Wir bleiben mal zusammen. Sicher ist sicher, ne? Oh, bist denn du jetzt, meine Gutste? Das sind also die sogenannten Anomalien. Geil. Eine Kiste. Olaf ist schon Level 2. Ich weiß gar nicht, warum. Zumindest, oder ist das nur... Ah, das ist, glaube ich, nur die Positionierung, die wir ausgewählt haben. Hm. Hallo. Hallo, Olaf. Oh, ich war hier unten noch nicht. Ah, oder nein, was tun wir jetzt? Haben wir jetzt... Wir haben Benzin aufgefüllt, ah, das ist klar. Dann können wir das auch ruhig mal hier reinmachen. Olaf, du kannst hier mal gucken. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon geguckt haben. Ich glaube nicht. Nee, wir sind ja gerade erst in den Raum rein. Alles klar. Was, wir haben jetzt einen Hammer, okay. Adrenalin. Adrenalin ist das Einzige, was ein Forscher aus dem Koma erwecken kann. Das macht es ziemlich wertvoll. Okay, okay, okay. Ich brauche Werkzeug für diese Anomalie. Aber was bitte schon für Werkzeug? Was ist das? Ach, das ist die Karte. Naja, okay, das... Werkzeuge. Das sind jetzt Reparaturen. Das kann ich nicht reparieren. Okay. Na gut, na gut. Wir werden das hier nochmal auffüllen. Ah, okay. Okay, okay, okay. Und hier ist, glaube ich, der Ausgang, ne? Wir haben jetzt so gut wie jeden Raum, außer den hier. Den würde ich halt gerne noch. Die Charakter beschäftigt. Meister. Du kommst jetzt mit hier hin. Wir laufen nicht mehr alleine los. Und der Olaf muss was futtern. Was ist das? Portion mit. Ja. Kannst du das essen? Ha, er ist jetzt Kaffeebund. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber okay. Naja, nicht wirklich. Ein Versuch war es wert. Ich würde ihr gerne auch so folgen. Leider tut das nicht. Na gut, hier muss ich auf jeden Fall heizen und alles. Und der Olaf, der braucht unbedingt was zu futtern. Habe ich? Ich hab keine Bretter. Also die Anomalie können wir mit Licht schon mal ein bisschen von uns fernhalten. Das ist okay.
Ey, komm! Warum hast du nicht einfach angefangen, die Schlüssel irgendwie aufzuteilen? Wärme, ja, es wird kalt, Olaf. Ich weiß, ich weiß. Die beeilt sich aber auch nicht. Gott, einer jetzt. Shit. Olaf erfriert uns hier. Wir gucken mal schnell im Spind. Wir haben eine Bombenhöhle. Jetzt müssen wir sie nur noch sprengen. Was? Ich spüre meine Füße nicht mehr. Oh Gott, oh Gott. Wo kann ich ihn hin? Wo kann ich ihn hin? Ich glaube, wir gehen mal hier hin. Olaf und sie dahin, bitte. Oh Mann, wir haben auch keine Kohle mehr. Aber ich hoffe, dass sie sich hier wenigstens wieder ein bisschen aufwärmen. Ja, wunderbar. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Aber die Sättigung lässt halt wieder nach, ne? Warte mal, wir sind jetzt beide hier. Hier oben gibt es Nahrung. Da sollten wir doch schnelligst hin. Mann, es ist so viel zu entdecken hier. Das finde ich ganz geil. Mal ein bisschen hier zurechtrücken. Oh, ich habe mich gar nicht... Na, eigentlich... Na, Olaf, es wird doch nicht richtig aufgewärmt. Mann, Olaf! Aber wir gehen ja jetzt gleich was zu futtern. Wir gehen gleich was futtern. Ihr müsst euch noch mal ein bisschen beeilen, Leute. Ihr müsst mal ein bisschen laufen. Ein bisschen schneller, wenn es geht. Oh, oh. Der Rand verdunkelt sich. Oh nein, ne? So, was hat der Olaf gefunden? Der Olaf hat... Oh, wie kriege ich denn die auf? Forscher können sie auf eigene Gefahr roh essen. Es wäre besser, sie vorher zu kochen. Das machen wir auch. Der kocht das jetzt. Und du... Du bist ja relativ fit. Der Olaf muss noch was futtern. Das macht er jetzt auch. Hat der Olaf jetzt was? Super, dann wird der Olaf jetzt mal das hier futtern. Zack. Warum hilft das bei... Ach, ich wollte gerade sagen, Olaf, das wäre jetzt nicht so cool gewesen. Tiefkühltruhe, na Mensch, hier finden wir doch... Hier finden wir doch einiges. Es ist natürlich dunkel. Wir müssen erstmal das hier machen, glaube ich. Hast du was gefunden? Vergiftung wäre jetzt nicht so geil. Nein, 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 lass das mal, lass das mal, lass das mal. So, jetzt ist es wieder hell. Wunderbar. Und dann gehen wir mal hier gucken. Eieiei, auf was man hier alles achten muss. Ja, wunderbar, wunderbar. Du kannst nicht mit bloßen Händen. Warte mal, da musste ich. Das, ich habe keine Säge. Stimmt. Scheiße. Scheiße. Ich habe natürlich keine Säge. Hier ist auch noch eine Tiefkühltruhe. Oder habe ich... Nee, die habe ich gerade schon... Nicht mal Holz oder sowas. Das ist seltsam. Oh, schön. Naja, gut. Wir sind überhaupt nicht fit. Wir sind überhaupt nicht richtig fit. Ich weiß aber auch noch, hier muss es noch was geben. Ich habe die Vermutung, hier gibt es noch was. Hier kann ich halt auch nichts machen, ne? Ich kann immer nur in den Räumen gucken.
komm mal mit. War ich hier noch gar nicht drin? Bretter, ich war hier noch gar nicht drin. Benzinkanister in den Trümmern. Dann wühl mal. Dann wühlt mal alle ganz fleißig. Ich habe ein bisschen... Hier ist halt nichts zum anderen, ne? Ich habe... Oh, halt. Die Axt nimmst du mal bitte mit. Und das machst du mal jetzt an hier, sonst dauert das hier alles ewig. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dieser Ort liegt außer Reichweite, was? Na bitte, es geht ab, meine Freunde. Boah, krass. Guckt euch mal um hier, hier gibt's übelst viel. Olaf, du sollst hier gucken. Mann, eine Schaufel haben wir jetzt noch. Warum kann ich in manchen Regalen gucken und in anderen wiederum nicht? So, was hat der Olaf gefunden? So, langsam wird es wieder heikel. Langsam wird es wieder heikel. Hier ist noch ein Raum. Müllbeute. Du guckst mal in der Kiste und danach zertrümmerst du die mal mit der Axt. Das müsste ja eigentlich gehen. Befüllte Regale. Ja, alles klar. Und die hacken wir jetzt klein. Ja, das macht echt Spaß. Hätte ich nicht gedacht. Ach so. Oh, ich dachte. Ja, ist ja klar, dass er nichts gefunden hat. So, sonst ist hier auch wieder nichts. Okay, also das ist Ausdauer war da mit Müdigkeit verbunden. Dann sollten wir nochmal gucken, ob wir nochmal... Ich klappe jetzt einfach hier unten nochmal alles ab. Warte mal, jetzt ist das Zeichen nämlich weg. Das heißt, wir können ja nämlich noch mehr finden. Wir können ja nämlich tatsächlich noch mehr finden. So, hier war die Anomalie. Ich weiß nicht, wo sie jetzt ist, aber wir werden es sehen. Dann werden wir sie beide erstmal schlafen lassen. Ui, bei mir wird sie echt dunkel schon. Du pennst jetzt zuerst. Hier, die Dinge halt. Ne? Ich weiß nicht, ob das so ein Zeichen ist, dass der träumt. Komm, Bretter haben wir ja auch gefunden. Kannst du ruhig mal wieder auffüllen. Ja, geil. Geil. Das Vieh taucht hier halt immer auf. Ne? Raus. Ich muss leider raus. Wie? Ohne Werkzeug kann ich nichts machen. Komm, ich leuchte dich an. Das dürfte gar nicht passieren. Es ist weg. Wir können es jetzt nur noch mal versuchen zu schlafen. Ja, Ausdauer. Ich weiß, ich weiß. Ist hier noch was drin gewesen? Ja, irgendwas war hier noch. Ich weiß noch nicht, was.
Was haben wir uns noch nicht angesehen? Aber ich bin sicher, solange sie sich auf der anderen Seite der Pinnwand befindet. Och nö. Okay, wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Alles klar. Ich laufe jetzt mal mit Olaf hier hin. Ich habe keine Ahnung, ob das schon was bringt. Scheiße! Naja, okay, oder ich bin gleich tot. Das kann natürlich auch sein. Scheiße, ey. Ich muss, glaube ich, in die Krankenstation mal schnell. Ich weiß halt auch nicht, wie ich die Viecher ausschalten kann. Ich kann sie halt nur entfernen. Ich kann sie nur so entfernen. Aber ansonsten weiß ich leider absolut nicht, wohin. Ja, Ausdauer. Es tut mir so leid. Ich würde dich gerne schlafen lassen. Aber wir haben ja nur ein Bett. Und da kommen immer wieder diese Viecher an. Das ist halt die Kacke. Ob sie gleich einfach... Mir reicht es, ich will nur noch schlafen. Warum habe ich mich nur bereit erklärt, hierher zu kommen? Wie dumm ich doch war. Oh ne, ne? Jetzt habe ich die Viecher hier nur. Ich weiß nicht mal, wie ich... Das hätte das Tutorial aber auch mal sagen können. Ganz ehrlich. Okay, meine Butze, komm mal hierher. Wir sind ja jetzt hier im Licht. Dass sie nur ein Bett haben, ne? Anders wach halten. Hm. Leider absolut überhaupt gar nicht. Hm. Kann ich mich nicht einfach auch auf die Couch legen? Geht das nicht? Du musst schlafen, ist okay. Dann geh doch halt hier wieder zurück. Geh doch. Wo war denn das Bett hier? Hä? Das Bett war doch hier. Oder nicht? Wärme, hä? Hast du das nicht gerade an? Ist irgendwo ein Fenster auf, oder? Jetzt kommt so Sättigung. Ja, no risk, no fun, ne? Bin ich jetzt vollkommen bescheuert? Das ist blöd. Denn Schlaf. Schlaf tut ja keinen Zwang, aber wenn die Anomalie kommt, ist das dein Problem. Und der Olaf? Der hat sich nichts getan. Alles gut. Den kann der gute Olaf. Durch dieses Ding fühle ich mich richtig beschissen. Wir müssen hier raus. Jetzt ist es wieder da. Tja. Da kann ich halt aber auch nicht helfen. Das
wirklich krass, dass es nicht mal hier drin, aber... Naja, oder so halb zumindest. Die tauchen aber immer nur hier auf. Na gut, meine Gutste. Du rennst jetzt mal zum guten Olaf. Ja, ist natürlich direkt dahin gelaufen. Eieieiei, Leute. Was da los ist. Es macht auf jeden Fall echt Spaß. Ich würde nur gerne mal wissen, wie ich jetzt in die Ambition. Ey, nee, ist doch nicht. Was? Verpiss dich! Das ist hier drin, ich fass es vorbei, aber was tun die Anomalie? Erkennt die Anomalie ist in der Nähe, nähere dich ihr nicht. Ja. Ah, wir haben kein Benzin mehr. Fuck. Fuck. Eigentlich will ich dieses Tor hier öffnen. Da. Laufe ich jetzt auch hin. Finde den Zonenausgang. Das wird der doch sein. Oder? Scheiße. Irgendwer erfriert. Nee. Warum ist der so hier? Ich habe den Zonenausgang. Diese Tür ist wirklich schwer. Entweder wir zerstören sie oder verbringen den Rest unseres Lebens an diesem gottverdammten Ort. Benötigte Gegenstände Bombe 1. Habe ich doch. Füge Sprengstoff hinzu, um eine Bombe zu bauen. Wo kriege ich denn jetzt Brennstoff her? Alles klar, ich muss Sprengstoff finden. Das wird doch wahrscheinlich hier sein. Aber erstmal bräuchte ich wieder Benzin. Und Hunger hat die gut auch. Beide haben Hunger. Alles klar, ich glaube, da werde ich nicht. Ich finde die Anleitung zur Herstellung der Sprengstoff und baue eine Bombe. Ich muss die Anleitung finden. Kriege ich denn jetzt die Anleitung her? Leute, was ist da los? Wir essen jetzt erst. Die ist jetzt das. Die ist dann bestimmt vergiftet. Das ist Pech. Das ist persönliches Pech. Jetzt sind die ganzen Lichter aus. Ich weiß, was das auch noch zu bedeuten hat. Naja, aber eigentlich findest du das, wenn dann doch nur hier. Wie dumm von mir, die Kette zu unterschätzen. Ich muss mich so schnell wie möglich aufwärmen. Jetzt geht's los. Jetzt kriege ich hier nichts mehr gebacken. Ist das schlecht. Komm, Olaf. Komm mal auch hierher. Aktenschrank, okay. Anleitung zur Herstellung von mittelstarkem Sprengstoff.
füge Rotpuder hinzu, was als Grundlage für die Verbindung dient. Als nächstes noch blaues Puder, weißes Puder und die Bombe ist gewünscht. Danach fügst du weißen Puder als Reagenz hinzu. Zum Schluss gibst du rotes Puder. Was? Warnung, werden die Bestandteile in der falschen Reihenfolge vermischt, explodiert der mittelstarke Sprengstoff. Alles klar, dann muss ich mir das mal notieren. Weil ich nicht weiß, ich glaube, wir können ihn nicht aufrufen. Also, füge rotes Puder. Oh, falsche Seite. Rot. Was als Grundlage für die Verbindung dient. Als nächstes noch blau. Welches die Explosion auslöst. Füge dann weißes Pulver hinzu, um die Bombe in die gewünschte Richtung auszulösen. Danach fügst du weiß Puder als Reagenz hinzu. Also nochmal weiß. Zum Schluss gibst du Rotpuder hinzu. Nochmal rot. Wo kriege ich das jetzt aber her? Ist das dieses weiße Puder? Olaf wird hier kläglich erfrieren. Arbeitsfläche für Sprengstoff. Den Zylinder am Gerät zu platzieren, ist der leichte Teil. Am wichtigsten ist, dass wir die Anleitung genau befolgen. Also, sie hat... Was war's? Rot. Blau. Weiß. Weiß. Rot. Wir haben eine Bombe und sie ist schwer. Los, wir tragen sie zu der Tür in der Nähe des Ausgangs. Ja, Olaf! Der frisst sie gleich. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Kannst du dich nochmal irgendwie ein bisschen aufwärmen vielleicht? Nur ein bisschen. Meint ihr, Olaf überlebt das, wenn ich ihm jetzt einfach das hier roh gebe? Kalter Brennstoff. Ja, ein bisschen könnt ihr euch aufwärmen. Olaf wird jetzt noch... Bringt, glaube ich, gar nichts. Wie sieht's denn bei ihr eigentlich aus? Die ist ein bisschen angeschlagen. Okay, Leute, okay. Wir müssen hier zurück. Das ist hier wieder so ein Ding. Ach, das ist auf der anderen Seite. Meine Güte, ich habe mich ja schon wieder ein paar Mal gedreht hier. Du bitte auch hinterher. Danke. Und dann schauen wir mal, ob wir in die Zone kommen. Da muss ich mal Licht anmachen. Wird immer dunkler hier bei mir. So. Der Olaf ist am Start. Und dann kann ich das Ding ja jetzt rein theoretisch sprengen. Du musst auch weg. Ich hoffe, das ist weit genug. Dieser Ort liegt außer Reichweite. Möchtest du ins nächste Gebiet gehen? Du wirst nicht zurückkommen können. Und damit, meine Freunde, ist das Let's Test auch für dieses Spiel wieder vorbei. Es war mir eine Freude. Es macht wirklich Spaß. Funk. Ich bin nicht so dieser Survival-Typ, ne? Und das macht wirklich, wirklich Spaß. Nur das mit der Anomalie habe ich noch nicht ganz herausgefunden. Während unsere Charakter hier gleich elendig weiter erfrieren und alles, würde ich sagen, beenden wir die Aufnahme für heute. Und wir sehen uns, denke ich mal, bald wieder. Macht's gut. Bye, bye.